Krypto-Event, Krypto-Party und Krypto-Gin. Wir sind hier auf der Conference und ich stehe hier am Stand von Krypto-Gin. Und jetzt würde ich mir gerne mal erklären lassen, was ist Krypto-Gin? Aber erstmal, wer bist du? Ich bin Andreas, ich bin der Mitgründer von Krypto-Gin und ich destilliere den Krypto-Gin auch selbst. Wir kommen aus dem Schwarzwald und wir haben zunächst mal einen ganz normalen, klassischen London Dry Gin mit 15 Botanicals. Aber wir verbinden das Ganze auch mit der Welt der Kryptowährungen. Und wir bei CryptoGen, wir nutzen die Blockchain, um unseren digitalen Zwilling zu erzeugen. Das heißt, wir speichern das Destillationsdatum und das Abfülldatum von jeder Batch aktuell auf der Cardano-Blockchain. Und auf der Rückseite von unserer Flasche haben wir einen QR-Code, der verlinkt auf die Blockchain oder einen Blockchain-Viewer. Und dort kann man dann eben die Herstelldaten einsehen von unserem Gin. Und das auf der Cardano-Blockchain, weil hier steht Bitcoin und IOTA drauf? Genau, das sind einfach nur mal Beispiele für Bezahlmöglichkeiten, dass man auch bei uns mit Kryptowährungen bezahlen kann. Bitcoin natürlich stellvertretend so für den ganzen Crypto-Space. Und IOTA, weil wir auch viel mit IOTA machen Richtung NFTs. Verständlich. Und auf der Cardano-Blockchain habe ich dann ein NFT speziell für den Gin oder wie kann ich mir das vorstellen? Tatsächlich nicht. Also auf der Cardano-Blockchain nur mal unser digitaler Zwilling. Hat jede Flasche, aber NFTs sind bei uns Sondereditionen. Die haben jetzt mal nichts mit den normalen Flaschen zu tun, sondern es sind immer Sonderkonditionen eben, wo auch der Kunde dann Benefits wie Brennereiführungen haben kann oder zum Beispiel jährlich eine Flasche umsonst an Gin. Und das verknüpfen wir und verbinden wir mit unseren NFT-Flaschen. Okay, das NFT kann ich aktuell noch erwerben. Gibt es die als Mint oder wie läuft das? Man kauft das NFT, hat natürlich die Eigentumsrechte an der Flasche und wir haben zum Beispiel eine Kollektion auf OpenSea, Flasche 1 bis 10 von unserer ersten Batch. Die sind auch dementsprechend sehr teuer, aber haben wir schon auch ordentlich verkauft von den Flaschen. Und dann haben wir weitere Kollektionen. Wir haben sogar eine ganz kleine Cardano-Kollektion, die ist noch erhältlich und wir haben eine Kollektion auf Sunaverse, das ist ein Marktplatz auf IOTA basierend. Da haben wir 100 Flaschen. Eine Kollektion ist schon ausverkauft und das ist eine Möglichkeit, unsere NFTs zu erwerben. Weitere Mints sind geplant? Ja, für die Zukunft. Ich habe auch hier mal im Hintergrund zu sehen, Ideen, wie wir unsere echten Flaschen künstlerisch gestalten wollen. Das könnte jetzt für eine zukünftige Kollektion ein Design sein. Oder auch für zukünftige NFT-Projekte. Wir sind auch offen für Kollaborationen, dass man dann sein NFT auf unsere Flasche drucken kann und dann eine coole Flasche oder eine gute Flasche Krypto-Gin hat mit seinem NFT darauf. Und die kann ich immer wieder befüllen in der Theorie, oder? In der Theorie, ja, man kann damit machen, was man möchte. Ja, sehr cool. Das heißt, ich kaufe ein Krypto-Gin bei euch, da ist erstmal Gin drin, aber die Flasche kann ich dann benutzen, wie ich möchte. Natürlich, ja. Sehr cool. Ja, ich habe das schon oft gesehen, NFTs auf Zigaretten und so weiter, dass jeder sein eigenes NFT draufdruckt. Also, coole Sache. Habt ihr noch anderes rund um diesen Gin geplant, wie reiner Verkauf? Oder gibt es das nur in Bezug auf Krypto und hier auf Events oder gibt es einen Online-Markt? Wir haben auch einen ganz normalen Webshop. Das heißt, wir verkaufen unseren Gin, wir verkaufen auch in Supermärkten. Wir haben tatsächlich zwei Zielgruppen. Zum einen unsere regionale Zielgruppe in unserer Heimatregion eben und einen lokalen Markt, wo wir den Leuten unseren Krypto-Gin verkaufen. Aber wir erzählen denen dann tatsächlich gar nichts über Krypto, weil es die Leute tatsächlich mehr verwirrt. Deswegen haben wir dann unsere zweite Zielgruppe, das sind dann die Online-Web3-Community und da stellen wir unsere Technik vor, unsere Innovation. Wir haben ja wirklich viel Innovation geschaffen mit unserem Gin und den NFTs und die feiern das, die mögen das und sind wir ganz froh drum, dass wir diese zwei Zielgruppen haben. Hört sich gut an. Was kostet mich so eine Flasche? Die kostet 35 Euro in unserem Webshop. Selbst gebrannt und selbst hergestellt. Genau, absolut. Ein handwerklich hochwertiges Produkt aus dem Schwarzwald. Verbunden mit der modernen Blockchain-Welt und Welt der Kryptowährungen. Das hört sich sehr gut an. Ich danke dir. Danke auch. Das war ein tolles Interview mit der Firma CryptoGin und diesen CryptoGin, den könnt ihr natürlich auch erwerben. Hier auf ihrer Homepage crypto-gin, Crypto hier mit C in diesem Fall. Und da kann man diesen erwerben, wie er auch gesagt hatte, gerade in dem Interview, für 34,90 Euro. Und wenn man insgesamt für 50 Euro bestellt, ist sogar die Versandkosten sind dann frei. Wie das Ganze funktioniert mit dem digitalen Zwilling, haben sie hier auch erklärt. Einfach auf der Homepage etwas runterscrollen und dann findet man das Ganze. Auch das Thema NFTs, wie ich hier zwischendurch schon gezeigt habe, findet man hier die ganzen Kollektionen. Egal ob auf OpenSea
oder auf Cardano hier in diesem Fall und die aktuelle IOTA Zooniverse Kollektion, die findet man hier auch. Also man kann hier alles bestellen. Zum Krypto-Gin gibt es dann hier noch, wie der Ganze hergestellt wird, dann die Story zu dem Ganzen und wie wir sehen, ist es hier sehr interessant, das Ganze zu sehen. Wer gerne Gin trinkt, warum nicht dann hier direkt den Krypto-Gin? Bestellen kann man das Ganze, wie gesagt, für 34,90 und es sind noch weitere Produkte, wie zum Beispiel das Tonic Water noch mit dabei. Wer nämlich gern Gin Tonic trinkt, warum nicht auch noch gleichzeitig ihr Tirol Tonic Water mit dem Krypto-Gin. Das Ganze für 44,90 € oder hier den Gin in einer edlen Flasche. Gleichzeitig hat uns Krypto-Gin hier diese Flasche bereitgestellt und das finde ich sehr cool. Und zwar hier mit diesem Ape drauf. Die wird jetzt auch immer den Hintergrund verzieren, weil sie wirklich sehr cool ist. Und diese Designflasche, die kommen ja bald, hat er ja selber im Interview gesagt. Also Krypto-Gin definitiv, gerade für Gin-Trinker und Gin-Tonic-Trinker, hier einen Blick mal wert. Krypto-Gin.de, vielen Dank für das Interview, vielen Dank fürs Zusehen und ich hoffe, ihr habt Freude dran, wenn ihr Gin-Trinker seid. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Video.